den Kopf. Fast nur an die Oberschenkel. Mein Freund, ihr seid das Lotto-Team. In diesem Sinne, Glück auf, alles Gute. Hier ein kleiner Scheck. Ich brauche das Mikrofon. Das muss ich doch mal für alle unsere Kollegen klarstellen. Also erstmal herzlichen Dank für den Scheck. Das sind 250 Euro. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Du machst auch einen kleinen Scheck dabei, damit wir hier was machen. Ne? Danke. Ja, auch wir vom Sinziger Handel haben es natürlich nicht nehmen lassen, wie all die Jahre für euch zu sammeln. Wir bedanken uns für das tolle Engagement von euch und haben dann halt einen Scheck von 410 Euro zusammen. An alle Fahrradfahrer, hier an dem Stand haben wir noch Bananen, Milchbrötchen und Äpfel. Könnt ihr euch gern bedienen, ja? Also ganz tolle Aktion. Jugendliche haben sich im Hotz getroffen, haben dort diese Taschen gehäkelt und haben die dann hier in der Stadt beim Wochenmarkt angeboten und verkauft und haben damit auch eine sehr schöne Summe zusammenbekommen. Und dann hat die Tabea sage und schreibe 56 Bahnen absolviert. Das war eine ganz, ganz tolle Aktion von dir, Tabea. Da müssen wir einfach noch mehr draus machen und haben dann letzte Woche Freitag zum Mondscheinschwimmen in das Thermalfreibad eingeladen. So, und dann haben wir natürlich dann alles in eine Spendendose geworfen und die Tabea wird diesen Scheck jetzt dem Fred Pretz überreichen. Tabea, mach einmal auf. Mach einen Rutsch auf. 1.000 Euro. Also 1.000 Euro für die Tür der Hoffnung. Von mir und meiner Frau, die das konzernieren. Hey, hey, hey. Für die Fortuna der Hoffnung geben wir jetzt wieder Gas. Ein Kraftakt, keine Frage. Dennoch macht es riesen Spaß. Okay, jetzt kommt die Gitarre. Genau, hier ist er. Hey. Aufgepasst. Für die Kinder etwas Gutes tun, ist der Grund, der uns antreibt. Also schließ dich an und sei dabei für einen guten Zweck. Und sei dabei für einen guten Zweck vereint. Olli! Oh! Raimund. Als Dankeschön, auch der Raimund ist ein ständiger Kümmerer, ständig unterwegs zugunsten der Fortuna der Hoffnung.